Ja, hi Leute, wir sind hi, wieder Benni und Stefan vom Aquaforsten-Kanal und heute mal... Ja, hier ist so ein leeres Becken. Das ist wohl ausgestorben, ne? Ja, aber, alles tot. So. Damit euch das nicht passiert, wollen wir uns mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie ihr eure Fische im Aquarienregal, in eurem eigenen Keller, in eurem eigenen Bestand überhaupt dauerhaft erhalten könnt. Also es gibt ja immer wieder das Problem, dass man relativ seltene Fische oder Garnelen, was auch immer, Lebewesen, spezielle Formen hat, wo man genau weiß, ja, die züchte ich so ein bisschen nach, aber wenn ich die abgebe, die sehe ich nie wieder. Mhm. Also das kommt zwar vor, dass die vielleicht alle 100 Jahre mal im Handel sind oder vielleicht hat die irgendeiner mitgebracht, da könnte man wohl nochmal hinfliegen irgendwo ans Ende der Welt und die Viecher wieder ausbuddeln, aber so schön ist das nicht und jetzt habe ich ja welche hier, die will ich jetzt möglichst, solange ich Aquaristik mache, erhalten. Mhm. Wie würdest du das machen? Du hast ja auch einige speziell rausgezüchtete Garnelenstämme, die du jetzt nicht unbedingt wieder verlieren willst. Ja, genau. Also ich habe in erster Linie versucht, natürlich erstmal ein Top-Becken zu haben, also da, wo die Top-Tiere drin sind, das Zuchtbecken sozusagen, das Hauptzuchtbecken. Und dann nochmal als Absicherung mindestens ein zweites Becken, wo dann halt die anderen, die ich vielleicht schon vermehrt habe, dann drin sind. Und ja, gut ist es, wenn man dann noch ein drittes Becken beispielsweise hat, wo man dann nochmal ein Backup hat, wo die dann vielleicht auch ein Gesellschaftsbecken sind, also wo man dann nicht extra ein drittes Becken jetzt reservieren muss für diese eine Garnelenart oder Fischart, sondern dass man dann ja schaut, dass man da vielleicht auch von verschiedenen Fischarten die einfach zusammenpackt. Und dann, falls es in diesen zwei Becken irgendwie schief gehen sollte, dann hat man beispielsweise zur Not immer noch dann im Gesellschaftsbecken dann noch welche drin. Ja, hattest du schon mal das Beispiel, dass eben dir ein Stamm komplett ausgestorben ist hier, oder? Ja, ein Beispiel hatte ich schon mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal, doch, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt gehabt in einem Video, sei es drum. Die White Pearl Garnelen zum Beispiel. Ich bin ja hier einmal umgezogen in eine größere Halle hier und habe dann die White Pearls, die ich zwar vorher schon in mehreren Becken auch gehalten habe und gezüchtet habe, die habe ich dann aber hier beim Umzug alle in ein Becken reingepackt, weil ich hatte hier, nachdem ich hier umgezogen bin, noch nicht alle Becken im Betrieb gehabt. Das heißt, ich musste so ein bisschen gucken, dass ich einige Arten zusammenpacke oder zusammenfasse, die vorher in mehreren Becken waren. Und ja, habe alle in ein Becken rein und irgendwas ist da schiefgegangen in dem Becken. Ja, und es sind leider mir so nach und nach alle weggestorben. Ich habe es tatsächlich nicht mehr geschafft, noch welche da rauszuretten. Oder beziehungsweise, ich glaube, ich hatte sogar noch versucht gehabt, welche rauszuretten, aber die sind dann in dem anderen Becken auch alle eingegangen. Und da wäre es dann natürlich ganz gut. Beispielsweise war das da auch so, dass der Stamm der White Pearls hatte relativ häufig einen guten Rückenstrich hinten drauf. Ja. Und das war eigentlich auch mein Zuchtziel mal, dass ich mehr auf diese Rückenstriche selektiere, damit es halt noch mehr weiß erscheint, weil dieser Rückenstrich ist ja noch weißer als jetzt die eigentliche transparent weißliche milchige Körperfarbe. Ja. Und dieser Stamm war jetzt weg. Ich habe mir zwar natürlich wieder von einem anderen Züchter neue geholt, aber der Stamm hatte nicht mehr so diese weißen Rückenstriche oder zumindest ganz, ganz selten nur. Und dementsprechend ist es natürlich schwerer, das da rauszuzüchten wiederum. Ja. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man natürlich dann so ein Backup hat. Also falls ihr noch White Pearl mit ganz viel Rückenstrich habt, Stefan freut sich. Genau, würde ich mich freuen. Meldet euch bei mir. Kommentare oder da freut sich Stefan. Ja. Nee, also, versuchst ja auch wieder rauszuzüchten, aber ist nicht so einfach, ne? Genau, das scheint nicht so einfach bei denen zu sein. Ich habe da auch schon andere Kreuzungsversuche gemacht mit anderen, die guten Rückenstrich haben. Ja, das aber kommt dann direkt bei der Vorstellung. Genau, aber kommt noch. Ja, aber weiter zum Thema. Ich beschäftige mich da auch zurzeit vermehrt mit. Ich bin ja in so einem Erhaltungszuchtprogramm von Parus Romanus, diesem kleinen Prachtzwerg-Guramis. Mhm. Und habe da jetzt auch immer ein bisschen mehr mit Erhaltungszuchtprogrammen anderer Tiere zu tun. Da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, die dann auch auf Genetik und wer weiß was achten. Das ist ja für uns im Prinzip erstmal nicht großartig relevant. Die meisten Tiere, die wir jetzt hier haben, da wollen wir jetzt nicht irgendwie großes Erhaltungszuchtprogramm machen, sondern wie gesagt nur sicherstellen, dass die eben bei uns im Bestand möglichst lange überleben. Mhm. Und da sind wir eben auch zum Schluss gekommen, oder im Gespräch mit mehreren Haltern, dass man gesagt hat, okay, ich brauche auf jeden Fall ein Zuchtbecken, ein Becken, wo ich viele Nachkommen hoffentlich habe, sodass wenn jetzt mein Zuchtpärchen oder je nachdem, wie viele Tiere man halt bei der Art dann hat, meine Zuchttiere, wenn ich die jetzt durch was auch immer verliere, sei es das Becken platzt oder es kippt um oder ich bin im Urlaub und der Heizer explodiert, irgendwas, Meteoriteneinschlag, genau dann muss ich ja noch irgendwie Tiere haben, um das wieder aufzufangen. Mhm. Und wenn ich eben Nachwuchs von denen habe, das habe ich ja in der Regel sowieso, weil ich brauche ja Nachwuchs, um die dauerhaft zu erhalten, das ohne das geht es nicht. Da kann ich mir auch drei Tiere separat setzen und in Watte einpacken. Ja. Die werden irgendwann mal sterben, einfach an Altersschwäche. Wir haben relativ wenige Fische, zumindest bei uns in der Aquaristik, die jetzt unendlich alt werden. Ja. Von daher wäre es schon wichtig, die Tiere auch zu vermehren an erster Stelle. Ja. Deswegen, wie gesagt, Zuchttiere, schon ziemlich wichtig.
Die Nachkommen müssen natürlich dann auch entsprechend aufgezogen werden. Also es gibt natürlich Arten, da kann man es ein bisschen regulieren, wie schnell die aufwachsen. Und wenn man weiß, da gibt es jetzt nicht so viel Nachfrage, ich selbst brauche jetzt auch nicht so viele, dann kann man das ja schon so handhaben, dass die auch relativ langsam und gemächlich aufwachen. Ja, dass man die Temperatur zum Beispiel so weit runterfährt, genau, wie es dann für diese Fischart beispielsweise möglich ist. Genau, das ist ein Beispiel. Und auch nicht extrem zum Beispiel proteinhaltig füttert, also nicht zu stark, also das Wachstum gefördert wird durch diese proteinhaltige. Generell sparsamer füttert. Sparsamer insgesamt, genau. Mehr Aufgaben quasi gibt, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwelche Welse sind oder so, dass man halt sagt, okay, die müssen wirklich was tun für ihr Futter. Oder bei Garnelen ja auch, dass man halt nur irgendwie Laubfutter füttert oder so. Ich hatte jetzt hier auch mal Biofilm als Futter irgendwo rausgearbeitet. Ja, genau. Solche Sachen, da weiß man, okay, da wird jetzt nicht die riesige Wachstumsenergie freigesetzt. Das dauert einfach dann länger. Genau, kann man beispielsweise bei Guppies auch ganz gut machen. Ne? Ja. Also die richtigen Züchter, die haben ja Guppies dann, weiß ich was, bei 24, 25 Grad, damit es auch schnell geht mit der ganzen Vermehrung. Ja. Aber da leben die Guppies in der Regel nie länger als 2 Jahre. Also das ist dann schon gut, wenn sie älter als 2 Jahre alt werden. Ja. Hier bei mir habe ich es relativ kühl. Ich züchte auch Guppies, aber bei mir kommt es nicht so drauf an, weil ich es ja auch bisher noch nicht so groß im großen Stil verkauft habe, kommt es nicht drauf an, dass ich da schnell mache, sondern ich habe hier Raumtemperaturen von 18 bis 20 Grad, so circa jetzt im Winter. Ja, im Sommer wärmer. Und im Sommer natürlich wärmer, genau. Ja. Und damit kommen die auch super klar, so mit 20 Grad circa. Und vermehren sich dementsprechend nicht so schnell, aber werden auch deutlich älter. Das heißt, wenn ich sie dann nach 2 Jahren nochmal brauche und ich habe da aber kaum Nachwuchs von, dann kann ich sie nach 2 Jahren nochmal benutzen. Also was heißt benutzen? Also zur Zucht ansetzen. Genau. Und die bekommen dann tatsächlich immer noch Jungtiere und es funktioniert halt, wobei dann die anderen schon längst gestorben wären. Ja. Und dann als dritten Punkt, was ja häufig verpönt ist, gerade bei Züchtern, dass man sagt, ja, also Gesellschaftsbecken, das hat man irgendwie so im Wohnzimmer stehen oder so. Aber gerade da bietet sich das natürlich an. Wenn man jetzt so ein Wohnzimmerbecken hat, was schön sein soll, dann setze ich da doch von all meinen, ich sag mal, gefährdeten Tieren, wenn so sie sich denn vertragen, die gleichen Wasserwerte haben und so, das setze ich jetzt mal voraus, dann bietet sich das natürlich an, die da dort zusammenzusetzen, auch wenn es jetzt Tiere sind, wo alle sagen, oh Gott, ihr könnt die doch nicht im Gesellschaftsbecken halten, die sollen doch bitte schön zur Zucht her. In dem Moment ist das genau das Richtige, weil wenn dann jetzt durch was auch immer meine Zuchttiere sterben, meine Jungfische sind noch extrem klein und ich möchte aber jetzt die Zucht wieder am Laufen haben, dann habe ich da quasi meine Backup-Tiere. Also nochmal gerne bei Fischen jetzt 2, 3 Pärchen gerne in so ein Gesellschaftsbecken irgendwie auslagern. Ich weiß nicht, bei Garnelen, was ist so da die Minimumanzahl, wo du sagen würdest, da lohnt es sich auch wieder die Zucht schnell hochzufahren? Jetzt meinst du pro Becken, also jetzt ja, also so ein ganz normales... Wenn ich jetzt nur 2, also ein Pärchen Neocaridina irgendwo in meinen Blumenvase setze, dann dauert das natürlich ewig, bis ich mal... Ja, genau, klar. Nee, das wird dann ein bisschen zu lange dauern. Also ich würde schon sagen, also jetzt bei mir in meinem Fall versuche ich dann schon immer mindestens 50 dann irgendwie zu haben, also dass es dann wieder schnell losgehen kann. Weil selbst bei 10 in kleinen Becken geht es dann manchmal, aber also da müsste man schon kleinen Becken anfangen, aber ich habe ja meistens eher größere Zuchtbecken, wie ihr ja schon gesehen habt. Ja. Und da gehen die 10 Tiere unter und es dauert dann wirklich so ein bisschen, bis die sich gefunden haben, vermehrt haben und so weiter. Deswegen also mindestens 50 ist bei mir. Bei kleinen Becken würde ich sagen, sollte man schon immer mindestens 10 bis 20 dann haben. Ja, ja, da kommt es natürlich jetzt auch wieder auf die verschiedenen Arten an. Also auch bei Fischen natürlich, wenn es jetzt irgendwelche Schwarmfische sind, ist klar, dass man jetzt nicht nur ein Pärchen irgendwo quasi mal bereitstellt. Mhm. Da braucht man dann entsprechend mehr. Aber wenn man jetzt bei diesen Arten, die ich gerade beschrieben habe, bleibt, wo es in der Regel einzelne Pärchen zur Zucht angesetzt werden, dann macht es eben Sinn, noch weitere 1, 2, 3 Pärchen irgendwo in der Hinterhand zu haben, plus Jungfische. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie viele habe ich insgesamt? Da gibt es ja diese IUCN, die also die Rote Liste international aufstellt und die haben auch verschiedene Programme mit den Zoos und so weiter und sagen, was brauchen wir, um, wenn die Tierart jetzt gefährdet ist, die in Gefangenschaft aufrechtzuerhalten. Und die sagen, dass man als einzelner Halter um die 50 Tiere für Fische jetzt bereithalten sollte. Das ist natürlich je nach Tierart eine ganz schöne Menge. Also weiß ich nicht, wenn du jetzt den super seltenen Koi-Karpfen hast, 50 Stück davon, bist du gut bedient. Ja. Während das natürlich bei kleineren Tieren jetzt hier deine Darius da 50 Stück irgendwo zu haben, das fällt quasi nicht auf. Da ist natürlich auch wieder das Ding, ich brauche jetzt keine 50, also in dem Fall 25 Zuchtpaare mit 25 Becken, sondern wenn ich dann entsprechend Nachwuchs habe, das heißt, ich habe vielleicht 40 Nachwuchstiere, die entsprechend klein sind, dann brauche ich dafür natürlich auch nicht gigantische Becken oder Riesenanlagen aufzufahren. Meistens ist es auch für Privatleute gar nicht nötig, diese 50 Tiere zu halten. Es reicht jetzt, wie gesagt, ein Pärchen Zucht, 2, 3 Pärchen Rücklage, sagen wir mal, hast du 10. Ja. Und dann hat man vielleicht noch
Aber noch Fischen meinst du jetzt, ne? Bei Fischen jetzt, ja. Naja, genau. Hast du jetzt vielleicht nochmal 10, 15, 20 Jungtiere, dann ist man, denke ich, auf der ganz sicheren Seite. Da braucht man jetzt keine große Angst haben. Es sei denn, natürlich die ganze Anlage fällt aus. Ja. Aber da würde ich jetzt sagen, hat man eigentlich alles getan, was man so tun kann. Genau, das denke ich auch, ja. Ja. Ja, wenn ihr da jetzt noch die Idee habt, wie ihr eure Fische irgendwie langfristig erhalten könnt, abgesehen von Einschnapsen und Einfrieren. Also so, dass sie sich auch noch vermehren können, gerne hier in die Kommentare. Vielleicht hattet ihr auch mal ein Erlebnis, wo ihr gesagt habt, ach, das Tier, das hätte ich so gerne wieder, habe es aber nie wieder gefunden. Ich denke, das hat jeder, also zumindest jeder, der länger mit Aquaristik zu tun hat, wo dann der Stamm irgendwo mal ausgestorben ist, das kommt, denke ich, häufiger mal vor. Da ärgert man sich dann extrem, dass man diese Tiere nicht erhalten konnte. Und genau dafür ist dieses Video da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.